Hand ist schlichtweg das Elke und dann beschlossen haben, das wieder zu machen. Davon habe ich telefonisch erfahren. Und dann haben wir gedacht, naja, dann nehmen wir doch gleich den Tag des Schreiners und dann hat die Elke zugesagt, dann hat der Bernd zugesagt und dann hat der Nette und Benjamin zugesagt und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Du kannst nicht schneiden und halt diese. Genau. Das so erste Mal, wo ich nach Leinefeld wieder probiert habe, mache ich dann gleich so halt wieder. Ja. Dann machen wir halt Ringe davon. Das war jetzt aber falsch. Jetzt kommt wieder diese wunderbare geheimnisvolle magische. Ja. Das war sie noch nicht drauf. So, voilà. Jetzt bräuchte ich einen Rotwein. Genau, dann machen wir jetzt in den Druck hinein, 120 Grad, 40, 45 Minuten, dann haben wir einen wunderschönen Druck. Jetzt ist die Gang. Jetzt kommt ich bin schon zum zweiten Mal. Hast du noch einen Rollen? Nein, ich wollte ja was anderes probieren mit dir. Wenn ich die Viecher zerlege und dann portioniere ich es. Das heißt, ich mach die Beute so, ich krieg es im Prinzip vom, das ist das Hutangerrind, da habe ich einfach eine Wanne und da kommen die großen Stücke. Und mit denen ist es jetzt natürlich relativ schwierig umzugehen, weil wenn die unterwegs zu zweit was essen, dann ist natürlich so ein ganzes Rindvieh ein bisschen viel. Das packe ich, ich portioniere es, ich nehme es auseinander, ich mache aus den Resten natürlich einen Fond, wie das der Band auch gerade gezeigt hat. Aber ich gebe jetzt in diese Beutel, das kann man bei mir im Blog dann auch jeweils nachlesen, gebe ich auch Flüssigkeiten rein. Schaut ein bisschen nach Rotwein aus. Ja, das ist Langpfeffer, Wacholder. Das ist ich liebe Liebstöcke. Ich würde mir die Sachen rein, die ich mag, und lasse die Sachen weg, die ich nicht mag. Jetzt haben wir 24 Stunden das hier gegart und das Entscheidende beim Sous-Vide-Garen ist immer der Unterschied, dass ich hier das komplett gleichmäßig habe. Das ist auch diese galantartigen Teile, die eben nach diesen 24 Stunden trotzdem auch ganz gut essbar sind. Schulter, ja, also wirklich vergleichsweise banales Zeug. Also, das habe ich gestern Mittag rein, genau. Bei 56 Grad, ja. Wenn ich das Fleisch jetzt im Ganzen bekomme, also das Reh in der Schüssel oder sonst was, dann brauche ich auch nur einen Beutel. Und halt für die Portionen zwar, aber das macht ihr beim Einfrieren genauso. Und ich habe es jetzt ins Labor geschickt, weil unsere Kunden natürlich so kritisch sind. Aber so ein Stück. Ah, lecker. Ich habe es ins Labor geschickt und wir können nachweisen, dass keine Weichmacher reingegeben worden sind. Ich habe es jetzt erstmal da so schräg reinschneiden.
Also hinten so 3-4 mm einschneiden. Dann drehen rum, gebe da vorne den Bauchlappen ein bisschen hoch und fahre jetzt da oben über der Krete. Ne? Da fahre ich jetzt rein. Ich schneide jetzt konsequent immer so mit einer Handauflegung. Das hilft nicht nur hier, sondern das hilft auch hier. Wenn man schneidet, also ich bin ja noch in der Nachkriegsgeneration aufgewachsen und da waren wir mit Lebensmitteln viel Spaß. Und das wird ja doch großzügig weggeschmeckt. Ja, damit es euch besser schmeckt, aber wir schmeißen ja nichts weg, da was haben wir noch so. Das Stege ist das Geheimnis. Ja. Das ist ja genau euer Küche so. Also das heißt, ihr habt danach den Induktionsbock mit drin. Genau. So wie sie da steht, kommt jetzt. Ja, gut. Also ich hab vor Rebschuhe, geh ich auch? Oder muss es ein Milchfaden sein? Ich liebe meinen Mann und ich zupf alles für ihn, was er macht. Zupf jetzt da. So, jetzt dreht ihr ein Bonbon. Rösti, mit meinem Backen. Menschen, die auf Tüten schlagen. Ja, der Fisch ist zu lang. Ich verschweiß bei dem. Maschine gekriegt und das kam, da war eine ganz neue Erfindung und da hat die alte Frau Luppe immer gesagt, soll ich sie an ein Ei markieren? Jetzt hat es. Ja, man muss den wirklich andrücken, ne? Hey, wollte ich einmal was zuschicken. Wollte ich sehen? Ja. Ah, das ist auch sowas. Und was ist Hanko? Hanko ist japanisches Panierbild. Das war es bei Tempo da draußen. Das würde wegen anders machen bei uns, dass wir die alten Terminen reißen. Und die reiben es zwischen Toastbrot und trocknen es dann in Rohr. Die fachlichen Dinge in Japanisch sagen, würde die Berliner jetzt kommentiert in Japanisch. Oi! So, jetzt natürlich die Leute, die mit Pfanne arbeiten. Ja, ich glaube, ein Rot, ein Weiß und ein Rosé. Jetzt ist es. Warte mal, da müssen wir schauen, ob wir noch Gläser kriegen. So Leute, gibt was zu essen. Einfach ein bisschen. Das ist schon. Ja.
Yeah.